Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retro Panda Quetzig Folge. Und heute ist ein Mega Drive Spiel dran. Und zwar Sword of Soden, wenn es so ausgesprochen wird. Das hat sich der gute Games von gestern gewünscht. An dieser Stelle viele, viele Grüße an dich und vielen Dank für den Wunsch. Wie immer, wenn ihr auch Wünsche habt, egal ob 8 oder 16 Bit, ab in die Kommentare damit. Das kommt alles auf eine sehr, sehr lange Liste von mir. Und je nach Lust und Laune picke ich denn da immer was raus. Und ich checke vorher immer so ein bisschen die Spielbewertung bei GameFAQ.com. Und da ist dieses Spiel wirklich sehr schlecht weggekommen. Wie immer gehe ich komplett blind rein. Ich bin ja auch jetzt nicht unbedingt so der Mega Drive-Kenner. Deswegen schauen wir mal. Also wir starten Number of Heroes 357. Schätze mal, wird die Lebensanzahl sein oder ähnliches. Difficulty normal oder easy. Machen wir erstmal normal, ne? Kann ich da gerade was auswählen? Ich habe einfach nach rechts gedrückt und keine Ahnung. Also Präsentation so an sich ist 1990 erschienen. Okay, ich habe anscheinend die Frau ausgewählt. Hey, kann ich nicht normal laufen? Warte mal. Was machen Knöpfe? Springen, schlagen. Springen und schlagen gibt's. Sonst gibt's nichts. Okay. Ja. Anscheinend springen und schlagen. Ich glaube, zu der Zeit hatte das Mega Drive ja nur den 3-Button-Controller. Gucken wir mal. Aber warum? Okay. Gleich von zwei Seiten und dann laufen sie einfach durch. Huch! Ja! Also, das. Wieso hat der eine viel, viel längere Reichweite als ich? Okay, also Soundeffekte und so. 1990. Ja, also Grafik. Okay, wieso kann ich mich jetzt nicht umdrehen? Ich bin jetzt irgendwie auf der Seite irgendwie. Ah, okay. Ah. Auch eine sehr interessante Wahl. Ich schätze mal, damit wollten sie irgendwie das Kampfsystem irgendwie verbessern oder sowas. Also ich muss die Springtaste drücken und nach links. Dann dreht er sich nach links und rechts. Warum auch immer. Warum auch immer. Ach, das ist normal gehen. Also, man kennt es ja von Spielen. Also von Aufmachung und sowas her. Da hätte ich ja sowas gedacht, das ist sowas wie Golden Axe oder sowas, ne? Aber. Das kommt ja noch nicht mal ansatzweise an die Dynamik ran, okay? Vor allen Dingen, die attackieren immer so. Das kriegt man gar nicht so wirklich mit. Und die haben wirklich eine hohe Range. Weil die Animationsstufen der Gegner, die sind ja sehr, ich sag mal, eingeschränkt. Das heißt, man sieht jetzt nicht irgendwie, dass die jetzt mit dem Speer irgendwie ausholen würden, dass sie gleich zuschlagen oder sowas. Dass sich jetzt dieses langsame Vorwärtsbewegen mit hin und zurück und sowas jetzt irgendwie lohnen würde. Dass man jetzt sieht, okay, der holt jetzt aus, also muss ich jetzt zurücktreten. Oder habt ihr jetzt gerade irgendeine Andeutung gesehen? Kann ich diese Tränke irgendwie benutzen? Das ist Pause. Select macht nichts. Boah, also, das hätten sie auch wesentlich dynamischer machen können, ohne Scheiß. Frage ich mich, ich drücke halt auch aus Versehen manchmal diese Tastenkombination, dass ich eigentlich denke, okay, ich will, ne, wie in irgendeinem Fighting-Game, ich will zurückspringen, aber dann dreht er sich. Okay, man muss dann zuerst, gerade habe ich es so hinbekommen. Ich habe keine Ahnung, wie ich zurückspringe, ohne Witz. Weil wenn ich die Tastenkombination ja drücke, die man einfach so vermuten würde. Wieso ist das nicht sowas wie Golden Axe? Warum? Das ist viel zu statisch. Das macht doch keinen Spaß. Wieso haben gleich die ersten Gegner
So lange Waffen. Warum sind das nicht erstmal so ein paar Dulli-Gegner? Ich verstehe es nicht. Und guckt euch mal. Abwechslung gleich null. Das ist immer dasselbe hier. Da wird man hier noch hier so in die Mitte gedrängt. Da, ja. Also, kaffe ich hier gerade irgendwas nicht, oder? Und damit bin ich Platz 1? Ohne Witz, ich versuche es mal nochmal kurz auf easy und mal dem Kerl. Ich nehme mal an, nicht, dass es irgendwie einen großen Unterschied macht. Aber okay, da sieht es sehr wie Conan aus. Vor allen Dingen auch dieses Trefferfeedback, ne? Das ist ja noch nicht mal irgendwie, dass das jetzt irgendwie toll aussehen würde. Oder? Also das ganze Kampfsystem macht halt keinen Spaß. Ich nehme mal an, dass ich irgendwie diese Tränke einsetzen kann, ne? Dass die mich heilen oder keine Ahnung, was dieses Ethereum ist, was wir da einsammeln. Vielleicht gibt es da irgendwie eine Art Magie und ich bin jetzt einfach nur zu dullyhaft. Wenn ich nach oben drücke, dann kann ich hier so einen Überkopfschlag. Okay. Macht der irgendwie mehr Schaden? Nee. Der komischerweise ja noch weniger Reichweite hat als der normale. Und das, was ich ja brauche hier, ist Reichweite. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe den Sinn hinter diesem Spiel nicht. Ohne Witz. Spannend, ne? Also irgendwie niederknien und sowas. Das scheint jetzt für mich zumindest jetzt auf den ersten Blick die beste Strategie zu sein, weil irgendwie werden da die Angriffe zumindest gefühlt nicht so häufig getriggert und man hat hier noch die höchste Reichweite. Warum ist das Spiel so langsam? Warum? So, das haben wir immerhin das erste Level geschafft. War sehr spannend. Auch der Soundeffekt und sowas. Also, das ist echt so ein bisschen. Oh, ja, toll. Du kommst da einfach überall raus. Ja. Danke. Ohne Vorwarnung. Ja, ich weiß, ich stand drauf. Pass auf die Spitzen auf. Aber es deutet sich ja gar nicht an, aus welchen Löchern die da jetzt rauskommen und wo nicht. Es macht so keinen Spaß. Stellt euch mal vor, ihr wart als Kind, habt Golden Axe gespielt. Fandet ihr super, zu Recht natürlich, ist ein klasse Spiel und wolltet mehr so ein bisschen in den Gusto haben. Und dann guckt euch mal das Cover hier an, über mir, ne? Das verspricht ja viel Abenteuer, viel Conan der Barbar-Abenteuer. Und dann kommt da hier so ein Mucks bei raus. Ja, komm. Selbst die Kampfanimationen, die sehen halt einfach nicht so geil aus irgendwie, ne? Ja, ist ja in Ordnung. Oh, ey, das macht so. Das Spiel macht wirklich Anti-Spaß. Ja, das ist viel zu behäbig, viel zu kompliziert. Hätten sie dann einfach einen coolen, lockeren Hack and Slay draus gemacht. Ich weiß nicht, ob sie das machen wollten und irgendwie sich gedacht haben: Okay, Golden Axe können wir jetzt nicht zu sehr irgendwie kopieren. Machen wir das Ganze irgendwie taktischer? Aber das ist es ja auch nicht. Also, auch die Aufmachung, ne? Hier mit den. Mal andere Gegner. Was zum Teufel ist das denn? Was? Was war das denn? Ja, hier, das wären die ersten Gegner gewesen. Hier, die haben nicht so die Reichweite. Guckt euch mal an, wie leicht die zu erledigen sind. Warum sind denn das nicht die ersten Gegner? Ne, die haben nicht die Reichweite. Das ist halt, finde ich, fair. Also, klar. Spracher und metzelte sich jetzt da gerade durch die Gegnermassen durch. Aber auch dieses, ich sag mal, taktische Vorgehen, das machen die Gegner ja auch. Ne, hier. Und die sind viel arschiger. Obwohl die ja theoretisch ja mehr Rüstung haben, mehr aushalten würden.
Nee. Aber ganz ehrlich, ich habe auch jetzt echt keine Lust mehr so langsam. Weil irgendwie, nein, das macht einfach keinen Spaß irgendwie. Aber wirklich, sehr, sehr guter Wunsch. Will Kandidat. Wir gucken jetzt mal an, wie der Charakter jetzt kaputt gematscht wird. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, aber bitte macht einen großen, weiten Bogen um dieses Spiel. Spielt lieber Golden Axe. Danke, dass ihr reingeschaut habt. Macht's gut, ihr Lieben. Tschö.